Name ist Vincent Feigenwurz, ich bin Profiboxer und komme aus Karlsruhe. Wir befinden uns gerade im Bulldog Gym Karlsruhe. Hier hat bei mir alles begonnen. Hier habe ich angefangen mit Fitnesstraining und Boxen. Jürgen Lutz hat mich hier entdeckt und dann hat es seinen Lauf genommen. Karlsruhe hat schon ein paar bekannte Boxer hervorgebracht, wie zum Beispiel Regina Hallmich, die hier auch begonnen hat und trainiert hat, auch von Jürgen Lutz entdeckt wurde. Und die unterstützt mich auch tatkräftig und ich bin auch ein großer Fan von ihr. Ja, meine Trainingswoche beginnt montags früh. Ich gehe im Hund eine Runde Gassi früh morgens und dann steht das erste Training an. Wenn ich zum Beispiel in der Vorbereitung bin und zweimal am Tag trainiere, dann muss ich morgens erst Frühstück vorbereiten, mittags kochen und abends, also vielleicht auch den Tag vorher schon alles anrichten, weil einfach keine Zeit ist, weil man viel hin und her fahren muss und eben dadurch der Sport sehr den Tag prägt. So im Rückblick bin ich eigentlich auf alle Kämpfe meiner Karriere stolz und das sind alles für mich Highlights, weil jeder Kampf ist eine Herausforderung, eine Prüfung, egal wer da vor einem steht oder um was es geht. Aber natürlich, was heraussticht, war die WM in den USA, das war so mein größtes Highlight. Leider war damals natürlich das Team nicht optimal, nur die Vorbereitung nicht optimal, aber ich bin Krieger und ich kämpfe immer und so eine Anfrage, die lässt man nicht ausgehen, egal ob man gerade krank ist oder sonst was. Und alles Negative vergesse ich und was Positive war, nehme ich mit. Nachwuchsboxern könnte ich empfehlen, dass sie auf jeden Fall diszipliniert sein sollten, Ehrgeiz haben und Durchhaltevermögen. Viele vermarkten sich, jeder meint, er wär's, aber dabei kommt eigentlich gar keiner an die Spitze von denen. Und deswegen ist es ganz schwer, da was zu erreichen. Also man muss ein gutes Team haben, man braucht Unterstützung, viel Unterstützung, vor allem Sponsoren. Wenn mich ein Freund besucht, dann lade ich natürlich am besten zu mir ein nach Dachslanden. Da fühlen wir uns alle am wohlsten, naturverbunden. Zu Hause habe ich eigentlich auch alles und von daher kann man da gut Spaß haben. Ja, ich habe zuerst ein bisschen Fußball gespielt, war auch ziemlich gut. Aber da viele anderen durch eben Vitamin B bevorzugt wurden, fand ich das dann ziemlich unfair und habe dann gedacht, oh, ich muss irgendwo hinwechseln, wo ich mich selber stellen kann. Habe dann im Einzelsport angefangen, eben mit Boxen. Habe zuerst im Bulldog Gym trainiert, da war ich im Fitnessstudio und da war eben auch Boxkurse. Und da habe ich dann langsam mich ins Boxen herangetastet und es hat mir gefallen. Der Sport an sich, der bringt alles mit, du musst alles können, vom Gesichtsmuskel bis zum Zehenmuskel, man braucht alles. Kondition, Schnelligkeit, alles wird abgefragt. Natürlich muss man auch noch intelligent sein, man kann einfach nur dumm draufhauen. Das ganze Zusammenspiel, das macht Boxen aus. Da Inspiration bedeutet mir sehr viel, denn es ist wichtig, Ziele zu haben und Träume zu haben, sich von was inspirieren zu lassen. Und ich ziehe das eher so aus dem Sport und aus großen Talenten und großen Macher, die was erreicht haben, selbst auf die Beine gestellt haben. Was mich antreibt, ist einfach der Beste zu sein und der Beste zu werden. Man kann sich immer steigern, man kann sich immer verbessern in allen Dingen. Und eben, wenn man mal schlecht drauf ist, hat man einfach das Gefühl, ah, ich muss jetzt was machen, weil der andere trainiert auch oder so. Und deswegen, sowas treibt mich an, eben immer besser zu werden. Ja, mein Traumgegner wäre immer der Beste in der Gewichtsklasse. Und da Canelo zum Beispiel in mehreren Gewichtsklassen der Beste ist, würde ich gern gegen ihn kämpfen. Ich bin besonders stolz auf meine Ziele, die ich bisher erreicht habe in meiner Karriere. Auf meine Karriere allgemein bin ich sehr stolz. Ich bin sehr jung, habe viel erreicht. Ich kann noch viel erreichen. Das nächste Ziel ist auf jeden Fall Weltmeister werden. In einem Verband, es gibt mehrere Verbände, in denen man alle Weltmeister werden kann. Und ich will alle mitnehmen, damit ich der ultimative Weltmeister bin.